ja, Faszination Winterangeln auf Karpfen. Das ist natürlich die schwierigste Jahreszeit. Die Fische sind sehr lethargisch, bewegen sich nicht viel. Allerdings hat man um die Jahreszeit extreme Ruhe am Wasser, was mir besonders gut gefällt. Und die Fische sind schön dick, voll, haben ein geiles Winterkleid, die sehen richtig gut aus. Und irgendwie macht die Herausforderung halt auch Spaß. Ja, guten Morgen, Leute. Ich brauche jetzt erstmal einen starken Kaffee. Ich habe die Nacht gefischt und es lief richtig gut. Ich habe nur noch eine Rute im Rennen, eine steht hier schon ans Zelt gelehnt, weil gerade Fisch Nummer 3 abgelaufen ist diese Nacht. Mega krass, alles dicke Fische. Noch ein großer Schuppi gerade und ich muss jetzt erstmal klarkommen, ich bin mega fertig. Ja, wir zeigen euch gleich die Fische und danach erzähle ich euch mal ein bisschen was zum Thema Winterangeln, worauf ich achte, welche verschiedenen Taktiken es gibt. Und ich freue mich auf einen schönen Tag. Der Himmel ist blau, soll eigentlich heute den ganzen Tag regnen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Die geilste Wintersession ever. Also ohne Scheiß. Im Winter nur mehr Fische gefangen als den ganzen Herbst. So. Nachdem wir aus Frankreich zurückkamen, nahm das Schicksal seinen Lauf. Und die Farbe jetzt. Bäm, Alter. So, hier ist der erste Fisch heute Nacht von 3 Fischen. Mega geil. Der kam auf den Citrus Pop-Up. Die beiden anderen kamen auf den kleinen Schneemann. Alter. So ein fettes Winterschweinchen, die Farben. Oh. Einfach nur geil. Und das alles komplett Single Hookbait, nur mit einem kleinen PVA-Stick. Ist unglaublich. Fisch Nummer 2. Zweitgrößter Fisch im See. Mega geil, der hat mir noch gefehlt. Und das im Januar. Wie viel da ist heute? 8er? So krank. Januar 40er. Beste Leben. So, hier ist er. Der zweite Fisch der Nacht. Oh, dicker Januar 40er. Einer, der mir noch gefehlt hat. Ich bin so happy. Wie viel der ist? 7er. Ne, 8er Januar, ne? Oh. Citrus Cultured Hookbait. Schneemann. Oh. Mit einem kleinen PVA-Stick. Einfach reingeschnickt. Da, wo ich die Fische vermutet habe. Da standen sie auch. Was für ein Morgen. Hier ist der dritte Fisch. Der kam gerade, als die Sonne aufging. Die scheint jetzt richtig schön ins Gesicht. Es wird gerade ein bisschen warm. Meine Finger sind absolut eingefroren. Ist komplett kranke Session gewesen. Die Nacht, jetzt war der Hammer. Ist absolut nicht normal. 3 so gute Fische. Was ein Start in 2022. Wir tacken hier jetzt ein und fahren gleich zum nächsten See. Versuchen dann noch einen auf dem Futterplatz abzugreifen. Einfach geil, was ein Start. Die Atmosphäre im Winter ist natürlich auch immer besonders. Vor allem, wenn man so einen Morgen hatte wie heute, als ich heute Morgen den Schuppi gecashert habe. Das ganze Netz war gefroren, es ist ein bisschen Nebel auf dem Wasser. Die Sonne ging langsam auf, hat das Gesicht richtig erwärmt, das halt mega geiles Feeling, vor allem ich habe halt auch einfach im Zelt geschlafen, jetzt die Nacht ohne Heizung. Im Schlafsack ist es schön warm, du kommst raus. Klar, man friert ein bisschen, die Finger sind auch kalt, aber ich finde das Feeling im Winter einfach sehr, sehr geil. Weil ja, es ist nichts los am See, du hast deine Ruhe. Es ist im Winter viel ruhiger als im Sommer, man hört zwischendurch nur mal eine Krähe. Und ja, das macht für mich schon das Winterangeln aus. Ja, man kann im Winter verschiedene Techniken fahren. Fakt ist auf jeden Fall, wenn man Instant angelt, benutze ich persönlich eigentlich gar kein Beifutter, dann angle ich Single Hookbait mittlerweile. Ich habe da auch Jahre für gebraucht, um das zu begreifen, wie gut das funktioniert. Ich angle dann einfach nur einen einzelnen Köder mit einem kleinen attraktiven Pop-Up oder einem Bodenköder und halt einem kleinen PVA-Stick. Es funktioniert aber nicht an jedem Gewässer. Hier jetzt zum Beispiel, wo wir uns gerade befinden, bin ich seit Anfang Dezember am Füttern. Jeden zweiten Tag 1 bis 2 Kilo Futter. Das Futter kommt immer weg. Die Fische stehen da jetzt voll drauf. Ich habe direkt auch einen Biss bekommen vorhin. Der ist leider nach dem Biss ausgeschlitzt. Mega ärgerlich, aber nach der letzten Nacht kann man damit, denke ich, leben. Das ist hier ein tiefer Baggersee.
Wie gesagt, die Fische springen hier gut aus Futter an. Das funktioniert am anderen Gewässer gar nicht. Das andere Gewässer ist nur so 2, 2,5 Meter tief. Und da angel ich aktuell halt ohne Futter. Probier aus mit den Ruten, such die Fische und habe sie letzte Nacht auf jeden Fall gefunden. 3 Stück auf 2 Ruten. Es war auch nicht nur eine Rute, das hat man sonst im Winter auch oft. Das eine halt sehr heiß ist und die andere halt nicht so. Die letzten Wochen habe ich es jetzt so gemacht, da man hier an dem Gewässer nur tagsüber angeln darf, habe ich tagsüber immer hier meine Tagessessions auf dem Futterplatz gemacht. Das hat auch gut funktioniert. Das war jetzt die 5. Session in Folge, wo ich immer einen Fisch hatte oder zumindest einen Biss hatte. Den heute habe ich leider nicht bekommen. Und die Bisse, es kommt meistens immer ein Biss sehr schnell und danach ist schon schwierig. Ich war teilweise nur 2 Stunden hier oder 3 Stunden, habe nach einer halben Stunde einen Biss gekriegt, bin dann abgehauen nach 2 Stunden, fahre dann zum anderen Gewässer und da werfe ich dann halt Single Hookbaits abends in der Dämmerung aus und angel bis morgens. Und theoretisch kann man das halt wiederholen, unter der Woche natürlich nicht, dann gehe ich nur abends an dem einen See. Jetzt haben wir es so gemacht, die Nacht waren wir am einen See und sind dann jetzt heute Morgen oder vormittags hier hingefahren auf den Futterplatz. Und ja, ich hoffe, dass wir hier jetzt auch noch einen kriegen. Wäre natürlich mega schön. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Die Nacht, die letzte Nacht am Gewässer war auf jeden Fall mehr als zufriedenstellend, denke ich mal. Anfang Januar ein Fisch mit Mitte 40 Pfund, 2 hohe 30er noch hinterher. Also was will man mehr? Das Ganze kann man, glaube ich, durchführen bis quasi in den Frühling. Auf dem einen Gewässer, wo wir die 3 Fische heute Nacht hatten, war letzte Woche schon Eis drauf, aber nur der halbe See war zugefroren. Es war eine kurze, aber sehr kalte Phase. Da war ich auch eine Nacht angeln und habe nichts gefangen. Jetzt kam letzte Tage wieder etwas mildere Phase mit tagsüber Plusgrade, 5, 6, 7 Grad. Und ich war einen Tag vorher auch mit der Drohne gucken, habe sogar Fische gesehen in etwas flacherem Wasser. Das hat auch funktioniert. Also das Gewässer war quasi schon kurz zugefroren. Hier in Nordrhein-Westfalen wird es meistens halt nicht so kalt, dass das Gewässer 2, 3 Monate zu ist. Das passiert hier nie. Es kann schon mal sein, dass 2 Wochen Eis drauf ist, aber eigentlich kann man, wenn man sich Mühe gibt, das ganze Jahr dann fangen. Es ist natürlich nicht so, dass man immer fängt, logisch. Ne? Es ist halt einfach sehr kalt und die Fische fressen nicht immer, aber einer frisst meistens schon. Im Winter achte ich vor allem darauf, bei meinen Rigs, dass ich kurze Rigs angel mit sehr scharfen Haken. Ich angel die Fang X in der Größe 2. Es ist ein großer Haken mit einer langen geraden Spitze, der in meinen Augen mega gut greift. Ich schärfe den noch ein bisschen an, dann ist der nadelscharf. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe hier 2 Rigs mal vorbereitet. Ich angel die an beiden Gewässern gleich, egal ob ich jetzt auf Single Hookbait angel oder auf dem Futterplatz. Ich angel meistens immer, das mache ich generell so das Jahr über, eine Rute einen Bodenköder, eine Rute einen Pop-Up. Wenn ich 3 Ruten angeln darf, dann sogar halt 2 Bodenköder, eine Pop-Up oder variiere das halt ein bisschen. Ne? Worauf ich hier jetzt achte ist, die eine Rute fische ich mit einem Inline-Blei und einem sehr, sehr kurzen Rig, was sehr weich ist. Die andere Rute fische ich mit einer Helikopter- oder Safety-Clip-Montage und einem Pop-Up. Das ist einfach so eine Angewohnheit. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, warum ich das so fische und das andere so. Fakt ist auf jeden Fall, gerade die Bodenködermontage ist sehr kurz und mit dem Inline-Blei habe ich einen direkten Hakeffekt. Das heißt, er findet das kleine Häppchen, saugt 1, 2 Mal ein und hängt im Idealfall direkt. Die 3 Fische, die ich jetzt gefangen habe, hingen auch alle sehr tief. Das heißt, die haben eingesaugt. Also wirklich nicht nur probiert, sondern wollten halt nur diesen kleinen Happen hier richtig fressen. Ich verwende die kurzen Rigs, weil die Fische sich im Winter halt sehr wenig bewegen. Die fressen sehr, sehr lethargisch und langsam. Und wenn ich jetzt einen Rig hätte von 25, 30 oder 35 cm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der den Köder einsaugt und halt nicht direkt in den Kontakt mit dem Blei kommt, zu hoch. Und deswegen angle ich ein sehr kurzes Rig. Ich angle aber im Schnitt generell kürzer als der Durchschnitt, würde ich sagen. Auch im Sommer. Oder im Herbst ist eigentlich egal. Ich finde ein kurzes Rig immer gut. Das hier ist jetzt, denke ich mal, so 11, 12 cm lang. Man kann, wenn es extrem kalt ist, auch noch weiter runtergehen. Ich habe auch schon Rigs geangelt, die waren wirklich nur noch 5, 6 cm lang. Aber jetzt hier mit diesem 10 cm Rig bin ich gut gefahren. Die Pop-Up-Montage habe ich immer ein kleines Stückchen länger. Weil für mich ist bei einem Pop-Up das Rig halt von der Schlaufe bis hier zum Blei. So, und das sind dann auch nur so 12 cm. Dahinter kommt halt noch der Haken und Köder. Dadurch sieht das halt länger aus. Aber wenn ich es noch kürzer fischen würde, dann würde mir der Köder auch zu nah am Blei liegen. Das will ich auch nicht. Und so funktioniert es ja ganz gut. Als PVA-Back verwende ich immer einen kleinen Stick, weil ich wirklich nur minimale Lockwirkung haben will. Ganz wenig Futter. Wenn ich jetzt so ein Ding komplett aufs Vorfach draufziehen würde, so ein 15 cm Stringer oder sogar ein Solid-Back, wäre für mein Gefühl
zu wenig Futter da und die Wahrscheinlichkeit ist zu gering, dass wenn der ein-, zweimal schlürft, dass der nicht den Hakenköder mit reinzieht. Außerdem kann man die sehr gut werfen, sind schnell gemacht. In dem PVA-Stick habe ich Citrus Fizzing Stick Mix drin. Der arbeitet extrem unter Wasser, der treibt sogar so ein bisschen auf. Citrus Pellets, ein, zwei halbe Boilies, ein bisschen von dem Plum Juice oder Sirup drüber, ist eigentlich egal. Kann man schön eintunken vor dem Auswerfen. Und dann hat man die maximale Attraktivität unter Wasser. Und so funktioniert es dann auch. So, die Session ist jetzt vorbei. Auch das ist Karpfenangeln im Winter. Leider keinen Fisch mehr gekriegt. Wir sitzen jetzt seit 5 oder 6 Stunden im Schneeregen. Es ist alles nass, uns ist arschkalt. Wird auf jeden Fall Zeit, jetzt ins Warme zu gehen. Trotzdem hat es sich mega gelohnt. Der Start in die neue Saison ist für mich mehr als gut gelaufen. Ich konnte letzte Woche schon den ersten Fisch fangen und jetzt das Ergebnis. Ich bin mega zufrieden und da friert man auch mal gerne für. Aber jetzt ist erstmal Feierabend.